Und nun sprechen wir über die aktuellen Tendenzen an den Märkten. Und dazu begrüße ich nun Michael K. Völler, Aktienhändler von der ICF Kursmakler AG. Schönen guten Morgen, Herr Völler. Thema DAX. Starten wir damit. Noch 1,5 Wochen bis Weihnachten. Glauben Sie, dass es noch so eine Art Weihnachtsrally bis dahin geben wird? Ja, im Moment deutet nichts darauf hin, wobei man muss jetzt ganz klar sagen, wir haben also eine Reaktion gesehen des Marktes, auf die wir schon eigentlich länger gewartet haben. Der DAX hat sich von seinen All-Time-High und von seinen Highs insgesamt ein wenig gelöst und hat so knapp 5% nachgegeben. Wir haben also jetzt so eine Situation, dass wir über der 9.000 halten könnten. Wenn das nicht passiert, dann können wir noch zurückfallen bis in den Bereich 8.700. Aber im Moment deutet nichts auf eine Jahresendrallye noch hin. Kommen wir in die USA. Da gab es gestern einige Konjunkturdaten. Heute werden Erzeugerpreise veröffentlicht dort. Wie sehen Sie denn die Lage momentan in den USA? Wie schätzen Sie diese ein? Nun gut, die Arbeitslosenzahlen von der letzten Woche, die waren also sehr, sehr positiv. Gestern gab es einen kleinen Dämpfer, weil die Erstanträge ein wenig gestiegen waren. Insgesamt waren die Konjunkturdaten gemischt und selbiges erwarten wir eigentlich auch heute für die Preise. Wir sehen also keine besonderen Vorkommnisse in den USA. Es ist alles im grünen Bereich, es geht aber viel langsamer, als die meisten Leute erwarten, sodass wir hier einfach noch ein wenig Geduld brauchen. Schauen wir auf Dow Jones und S&P 500. Wie sehen Sie die Perspektiven hier? Ich würde beide gegenüber Europa eindeutig untergewichten, muss man ganz klar sagen. Denn beide haben schon einen großen Schluck aus der Pulle genommen. Wir haben allerdings noch durchaus auch hier Chancen nach oben. Denn es gibt einige Werte, die haben doch schön reagiert. Gestern zum Beispiel eine Coca-Cola, zwar unter die 200-Tag-Linie gerutscht, aber meiner Ansicht nach langfristig auf jeden Fall ein Kauf. Es gibt also viele interessante Einzelwerte, die auch dazu führen werden, dass der S&P und auch der Dow Jones im nächsten Jahr steigen werden. Der Euro, unser nächstes Thema, der ist notiert weiter über 1,37. Wie schätzen Sie den Euro momentan ein? Das ist eigentlich eine sehr große Überraschung für den gesamten Markt und deshalb ist auch eigentlich keiner so richtig darauf vorbereitet. Noch ist es nicht bedenklich, der Anstieg des Euro, denn wenn er denn zu stark werden sollte, könnte das die Exportsituation in Europa ein wenig gefährden. Aber auf diesem Niveau sind wir dann noch sehr ruhig und sagen, über 1,40 fangen wir darüber an nachzudenken, was denn jetzt dramatisch ist oder wie dramatisch es denn kommen wird. Wir gehen aber davon aus, dass der Euro sich im nächsten Jahr ein wenig abschwächen wird. Insgesamt muss man sagen, dass der Euro nicht nur gegenüber dem US-Dollar im Jahr 2013 gewonnen hat, sondern auch gegenüber vielen anderen sehr harten Währungen wie der norwegischen Krone zum Beispiel. Ganz wichtiger Termin nächste Woche ist die FED-Sitzung. Aber wo sehen Sie noch weitere Impulsgeber in der kommenden Woche? Ja, in der nächsten Woche ist für uns das spannendste Thema überhaupt unserer Meinung nach der Triple Witching Day, der Hexentanz, der große Freitag, der große Verfallstag. Und da kann nur einiges noch passieren. Es gibt sehr viele Meinungen, die immer wieder sagen, der wirkt trendverstärkend. Welcher Trend wird jetzt verstärkt? Der kurzfristige der letzten 3 Tage. Das heißt, es könnte ein wenig eine weitere Eintrübung bevorstehen. Oder aber der des gesamten letzten Vierteljahres. Und das würde darauf hindeuten, dass wir eher noch mal leicht nach oben gehen. Insgesamt sehen wir keine negativen Situationen für den DAX, sondern diese Reaktion, die wir hatten von den Hochs, als sehr gesund an und meiner Ansicht nach mit einer sehr guten Chance, auch im neuen Jahr gleich wieder mit relativ guten Performance zu starten. Michael K. Völler, dann sage ich vielen Dank für das Interview. Sehr gerne.